Die 20. Tongala des SC Berlin stand ganz im Zeichen der Olympischen Spiele. Ob Stars von heute oder jene, die es noch werden wollen. Unter dem Motto, die Spiele, mein Traum, präsentierten im ausverkauften Sportforum über 130 Athleten des SC Berlin und befreundeter Vereine ihr Können. Und die sportlichen Leistungen erzählten wie in jedem Jahr ihre ganz eigenen Geschichten. Ja, ich denke, das Besondere, so wie man der Titel schon vereinbart oder festgestellt hat, das ist Rio. Rio, die Spiele, der Weg zu den Spielen. Ich denke auch, dass wir hier in Berlin das mal wieder sehr schön umgesetzt haben. Wie jedes Jahr war es dieses Jahr wieder was Besonderes. Irgendwie ist es immer irgendwie anders. Die Leute überlegen sich so viele unterschiedliche Sachen. Und ich denke, das macht es auch aus, warum hier auch die Eltern oder auch normale Zuschauer hierher kommen und sich das gerne anschauen. Die Nachwuchssportler begeisterten die Zuschauer sowohl mit ihrer Akrobatik als auch mit humorvollen Showeinlagen. Egal wie alt, man sah jedem Teilnehmer an, dass er selbst bei einem Show-Event wie der Tongala sein Bestes geben wollte. Auch die gestandenen Olympiastars freuten sich über den gemeinsamen Auftritt mit ihren Nachfolgern. Ja, super viel Spaß. Also wir trainieren natürlich auch oft zusammen in der Trainingshalle und da macht es natürlich Spaß, mit denen so eine Show auszufüllen. Lukas Dauser, Anastasia Khmelnitskaya und Pauline Schäfer haben nämlich schon das erreicht, wovon viele noch träumen. Ein Start bei den Olympischen Spielen. Und die Erfahrungen aus Rio, dieses Gefühl, Teil einer großen olympischen Bewegung zu sein, teilt man natürlich gern. Ja, es war auf jeden Fall ein sehr schönes Erlebnis, in Rio dabei zu sein oder gewesen zu sein. Und das ist auf jeden Fall etwas, was man sich nicht nehmen lassen will. Ich weiß nicht, das kann man nicht so kurz zusammenfassen. Es war wirklich unglaublich. Es war eine tolle Atmosphäre zwischen uns Sportlern. Wir hatten einen tollen Wettkampf. Das Publikum ist richtig mitgegangen und ja, es war eine tolle Atmosphäre einfach. Wir hatten natürlich eine schwere Qualifikation, aber wir haben es trotzdem noch unser Minimalziel erreicht. Zudem hat einer aus unserem Team eine Goldmedaille gewonnen. Also was will man mehr, frage ich mich da. Die Olympioniken können aus eigener Erfahrung davon berichten, wie weit der Weg zu den Spielen ist. Mit genau diesem Wissen wollen sie der nächsten Generation helfen. Man motiviert sie damit, dass sie es auch schaffen können und dass ich das denen allen wünsche und ich glaube an sie, dass sie es auch schaffen könnten. Ich denke schon, dass sie auch zu mir aufgucken und ist mir auch bewusst, dass ich irgendwie auch eine Vorbildfunktion für die habe und die versuche ich so gut wie möglich auszufüllen und hoffe natürlich, dass da irgendjemand auch in meine Fußstapfen treten kann. Die 20. Tongala des SC Berlin hat eindrucksvoll bewiesen, dass ausreichend Potenzial da ist, um in diese Fußstapfen zu treten. Egal ob Junior oder Senior, das Funkeln in den Augen der Sportler während ihrer Auftritte war kaum zu übersehen. Man merkte, für viele soll der Traum von den Spielen irgendwann Wirklichkeit werden.